Das Landschaftsinformationszentrum, kurz LIZ genannt, am Möhnesee und im Naturpark Arnsberger Wald bietet eine Fülle an Möglichkeiten und Umweltangeboten für jedermann. Untergebracht ist es in der alten Günnermühle nur 15 Minuten zu Fuß von der Sperrmauer entfernt. Das LIZ ist Umweltbildungs-, Naturschutzeinrichtung, Naturparkzentrum und Regionalzentrum im Kreis Soest für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hier ist Forschen und Ausprobieren angesagt. Wann, wie und warum entstand die Möhnetalsperre? Und wie viel Wasser verbraucht ein Mensch am Tag? Und wie viele Liter sind nötig, um einen Hamburger herzustellen? Es kann geschätzt und mitgeraten werden. Unterm Dach geht es um das Thema Wald. Es können Vogelstimmen und im Wald lebende Tiere erkundet werden. Weitere Attraktionen sind die Waldklimasäule und die virtuelle Ballonfahrt, die einen guten Eindruck vom Arnsberger Wald aus der Vogelperspektive vermittelt. Die gesamte spannende Ausstellung animiert immer wieder zum Entdecken mit allen Sinnen und Ausprobieren. Das Umweltmobil bringt die umweltpädagogischen LIZ-Angebote in die LIDA-Region Lippe-Möhnesee. Das Mobil fährt zu Schulen, Vereinen und Kindergärten in Soest, Bad Sassendorf, Möhnesee, Warendorf, Lippstadt, Lippetal, Wadersloh und Delbrück, um vor Ort BNE-Umweltbildungsprogramme anzubieten. So finden die Teilnehmer einen direkten Zugang zu ihrer Region oder erforschen ihre Region, gehen vielleicht auch in den Wald, in dem sie sowieso schon freizeitmäßig unterwegs sind und haben so die Möglichkeit, das eben auch unter bestimmten Themen dann besser kennenzulernen. Ein weiteres Projekt, das am LIZ großgeschrieben wird, ist die Mitarbeit- und Netzwerkkoordination im Rahmen der Kampagne Schule der Zukunft. Teilnehmerschulen wie das Konrad-von-Soest-Gymnasium werden bei der Durchführung ihrer nachhaltigen Projekte vom Energiedetektiv über das Thema Konsum und Ernährung bis hin zur Gewässerrenaturierung unterstützt. Also in der Vergangenheit habe ich mit dem LIZ zusammengearbeitet beim Möhne-Life-Projekt. Da habe ich mit der Biologie AG meiner Schule verschiedene Wasseruntersuchungen am Möhnefluss durchgeführt. Wir haben den Saprobe-Index bestimmt, also kleinste Bewesen untersucht, haben Wasseruntersuchungen gemacht und das hat uns dann geäußert. Ich stehe hier gerade auf der Kanzelbrücke mitten im Naturschutzgebiet Möhneaue-Völlinghausen, das wir vom LIZ wissenschaftlich betreuen. Das zweite ist das Naturschutzgebiet Hefearm-Hefesee. Eine der vielen Aufgaben ist zum Beispiel die Wasservogelzählung, deswegen steht hier auch ein Spektiv. Aber wir bieten auch naturkundliche Führungen im Naturschutzgebiet an und versuchen Nistmöglichkeiten für seltene Arten wie zum Beispiel den Rothalstaucher zu schaffen. Ja! Ein besonders wichtiges LIZ-Angebot sind die umweltpädagogischen BNE-Naturerlebnisaktionen und das Jahresprogramm für Menschen jeden Alters. Kinder, Jugendliche und Erwachsene kommen dabei informativ, erlebnisreich und spielerisch mit der Umwelt in Berührung und haben die Möglichkeit, die Natur praktisch zu erkunden. Auch Kindergeburtstage werden hier gefeiert. Ja, im Angebot haben wir da zum Beispiel immer das Tümpeln im Teich, was immer sehr gut bei den Kindern ankommt, wo die dann mit Netzen und Keschern Tiere aus unserem Teich fischen dürfen. Da sind ganz viele unterschiedliche Molcharten, aber auch kleine Insekten und Wasserlebewesen drin. Unter anderem gibt es auch ein Indianerprogramm oder mehrere Indianerprogramme, wo sich dann die Kinder in Indianer verwandeln und als Indianer dann entsprechend viel lernen. Im Anschluss an das Geburtstagsprogramm können Sie den Abend am Grill mit Stockbrot und Würstchen ausklingen lassen und dafür die Feuerstelle am LIZ nutzen. Das LIZ am Möhnesee. Wann kommst du vorbei?